Herzlich willkommen zurück zu Dead Space 3 und mit dabei ist wieder Black to Anime. Ja, wir sind letztes Mal, hoffen wir doch, hier stehen geblieben. Da sind wir. Und wir haben so gesehen bestimmt die Treppe da jetzt hoch, ne? Ja. Genau, ich musste mir jetzt hier noch was holen. Ja, ja. Ich höre komischerweise den Game Sound jetzt etwas leise. Fehlt nicht davon. Ich hoffe mal, dass in der Aufnahme nicht so ist, weil ich habe nichts verändert an den Einstellungen. Was ist das für eine Scheiße? Oh oh. Ja. Nö, hat nur weh getan. Ach, die ist natürlich oben. Okay. Okay. Ach, jetzt sind wir zur Seite runtergefallen. Ach, so. Damit wir ja auch einen anderen Weg nehmen, ne? Ja, dann schlagen wir uns mal durch die dunkle Höhle. Ja, bleibt uns bestimmt nichts anderes. Wir müssen bestimmt wieder voll so einen derben Umweg laufen. Wir haben ein bisschen Zeit mit der kleinen Maschinengewehr-Pistole. Cutter-Pistole. Hier sieht's wieder nach. Nach einer wunderschönen Kiste. Muni. Und noch eine. Leben. Es war wieder dieses grüne Döschen. Stimmt. Bei mir, also hier. Das hatte ich im ersten Ding drin. Da hatte ich Muni. So. Na, ist verdächtig ruhig hier. Wir kommen hier aber auch nicht hin. Hä? Wir sollen da hinten hin? Kann man da nicht weg? Ah ja. Nein. Geh weg. Oh, da kommt. Wieso auf mich immer alle? So eine Frechheit. Blödes. Du bist so anhänglich, weißt du? Ja, weil ich einen goldenen Anzug anhabe. Ja, muss wohl. Ja, echt, bist du so bist du nicht übersehbar, weißt du? Gibt's nicht hier. So, weiter geht's. Alter, ist die Taschenlampe grell hier drin, also. Leuchtet ganz gut. Da runter oder da hoch? Da hoch. Sind wir jetzt falsch rumgelaufen? Hätten wir einfach hochlaufen müssen? Wow, wo sind wir hier denn gelandet? Oh oh. Och nö, was ist hier denn durchgebrettert? Ja, das möchte ich jetzt auch gerade wissen. Das waren bestimmt keine kleinen. Ach, der hatte wieder eine Taschenlampe auf der Seite. Das waren jetzt wieder unsere. Ja, die schnellen, aber der hatte eine Taschenlampe auf der Schulter. Ach so. Ich gehe von hier, du von da. Dann was ist das denn jetzt? Hä? Wo ist er hin? Will er mit uns spielen? Wahrscheinlich. Hä, der ist weg? Oder kommt gleich überraschend von hinten wieder. Würde ja nur noch die Ecke hier ergeben, aber mach die Tür auf. Hat er denn eine Taschenlampe auf der Schulter? Was war da? Was ist mit euch los hier? Einfach mal drauf treten. Man weiß ja nie, ne? Da war Munition und da ist auch nochmal Munition. Okay. Geh auf Tür. Hä? Oh
Okay, wir sind wieder draußen. Das war ja ein langer Trieb nach. Ach nee, jetzt kommen die schon wieder. Sieht aus, als hätte Danik Zeit zum Sammeln gehabt. Wie sollen wir Rosetta finden, wenn sie seit 200 Jahren tot ist? Moment. Da. Rosetta Labor. Es ist hier. Perfekt. Schick mir die Koordinaten. Und hoffen wir, dass wir diesen Kodex bauen können, bevor Danik uns findet. Na, hier sieht er wieder aus. Es könnte hier eine Ballerei losgehen, oder nicht? Ja. Wo seid ihr alle? Traut euch ruhig, die Tür aufzumachen. Ach nee, Hecken. Ich halte deinen Rücken frei. Ah, da hinten blinkt noch was. Ich renne nochmal zurück. Ah ja, ein Suchergewehr. Hast du was gekriegt? Ja, aber ich habe erstmal eine Gewehr gekriegt. Nee, ja, ich habe auch dieses Supergewehr gekriegt. Sucher, nicht Super. Sucher. Ja, habe ich auch gekriegt. Das hört sich an wie nach einer Sniper oder so, ne? So. Scheiß Hackerei. Ich glaube, im zweiten Teil war das viel mehr mit Hacken. Also da wurde es um einiges mehr und schwieriger. Ja. Das war, habe ich nicht so gern gemacht. Weil das ja so auf Art of Zeit, ne? Genau. Weil der Strich ja wegging. Was haben wir hier? Oh, da liefen gerade irgendwas. Schwerer Standardrahmen. Hier läuft doch was. Kleine Viecher. Hier. Oh, da kommt er. Es ist mal gut gewesen hier, Leute, ganz ruhig jetzt. Können wir jetzt mal jemand die Beine da aufhalten? Die Beine? Ja, die da! Jetzt ist sie gut gewesen. Oh je. Die hat mir beinahe mal Leben gekostet, die scheiß Beine. Neuen Anzug und mäßig und sowas haben wir nicht gekriegt, wa? Können ja mal gucken. Die Zeit muss sein. Aber da hinten ist noch was. Okay, dann kann ich mir da ja als erstes das hier vorknüpfen. Ja, ja, machen wir noch. Der Legionäranzug wurde freigeschaltet. Ja. Ah, doch, was soll's. Legionär, oh, den müssen wir gleich mal anziehen. Ja. Den ziehe ich mir jetzt erstmal über. Kannst du ja gleich schon angucken, wie er so halbwegs aussehen wird. Naja, bei dir ist ja immer alles im rötlichen Ton. Ja, ich mag meinen rötlichen Ton. Guck mal hier rein kurz. Geht auch nicht. So, dann müssen wir wahrscheinlich den Fahrstuhl nehmen. Der sieht schick aus. Oder den Fahrstuhl. Dun, 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 dun. Okay, dann lassen wir den auch erstmal an. Gucken wir nochmal nach Updates. Voll, 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 voll. Können wir vollenden. So. Nein, nein, nein. Ja. Okay, jetzt fehlen mir noch eins, noch vier Sachen. Dann habe ich den Anzug komplett aufgetunt. Mhm. So. Kann ich jetzt mal was am Leben machen? So, Legionär. Ja gut, wechseln wir erstmal den Anzug. Na, wo ist er? Ich habe schon wieder diese drei Augen. Ja. Hier ist er. So wie von Splinter Cell mit seinem Nachtsichtgerät. Aber ich finde, das sieht auch nicht schlecht aus. Jetzt lässt er mich alleine. Jetzt bin ich weg. Ich muss doch in eine Kammer. Oh, hier ist ja auch noch eine Bank, habe ich noch gar nicht gesehen. Oh ja. Ach, die drei Roboter sind auch wieder da. So, Upgrade. Können wir dann jetzt endlich das letzte? Oh ja, wir können das letzte aufrüsten von der Rick. So, nice.
Können wir das aufrüsten? So, ja, das können wir auch aufrüsten. Also, gehen wir also die Rig ist jetzt komplett voll. Das ist ja super. Hier können wir nichts machen. Hier können wir auch nichts machen. Na, hier erst recht nicht. Plantine entfernen. Entferne ich mal hier alles. Auch nicht. Ja, den Rest können wir erstmal nicht machen. Aber ist egal. Hauptsache die Rig ist erstmal komplett voll. Ist meiner grün? Zeig dich doch mal von vorne. Zwei Stielaugen. Ja gut, der gefällt mir jetzt zwar nicht so, aber den nehmen wir jetzt. Da müssen wir durch. Müssen ja mal jeden Anzug ausprobieren. Oh, meine Robots sind wieder zu Hause. Haben wieder eine gute Ernte eingebracht. Das. Warte mal, hier hatte ich doch bestimmt alles voll. Ach, bis auf einen Platz. Können wir den jetzt voll machen? Ja, einen Clip können wir noch dahin. Okay. Damit wären die voll, die Waffen. Vielleicht mal eine neue bauen. Hatten wir nicht gerade einen Plan? Ich kann bloß eine Schrotflinte machen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich könnte nur eine Schrotflinte, aber die brauche ich nicht. Obwohl so, dann wollen wir das hier noch ändern. Ich bleib erstmal bei meinen Waffen. Man könnte auch eine neue erstellen, aber... Achso, ich wollte ja noch... Inventar nochmal rein. Das müssen wir auch überprüfen. Heil. Oh, wir haben schon wieder viel zu viel Stase mit. Ja, das haben wir immer. Das ist. Da nehme ich nur drei mit von. Nur noch eine Heilung mit. Ja, muss reichen. Komm, hier noch ein Magazin. Okay. So. Quatsch. Was drückt der hier wieder rum? Oh, jetzt haben wir ja aber mehr Inventarplätze hat der Anzug. Geht bis ganz runter. Ach so, geil. Ja, geht bis ganz runter. Sehr schön. Dann muss es der sein. Weil bei den anderen ganzen Anzügen fehlt ja eine Reihe. Ja. So, was haben wir hier neu? Oh, den Rahmen haben wir neu, super, das bringt mir auch nicht viel. Und dann Pläne. Hab ich hier sowieso die ganzen Materialien nicht. Ich will noch eben schnell was beim Anzug gucken, ganz flott eben. Ja, ja. So, wo müssen wir dann überhaupt hin? Ja, natürlich da ganz hinten hin. So, wie viel mehr können wir? Hast du auch diese drei Lichter oder hast du jetzt wieder? Ne, ich hab bloß zwei. Hier, guck. Ich hab drei. Ne, du hast auch. Ne, du hast echt nur zwei. Ich hab drei. Wie zwei Knöpfe. Ja, Knochen. Wo müssen wir hin? Dahin. Zu den Fahrstuhl. Mach die Tür auf. Auf der Stelle. Oh, der ist gepolstert. Oh ja, wie nett, ne? Ja. Wie so ein kleiner Boxring. So, bitte setzen Sie sich hier hin. Ich hoffe, Sie haben es bequem und gemütlich. Auch wenn die Fahrt ein bisschen lange gedauert hat. So. Okay, wo sind wir hier denn gelandet? Düster, düster. Oh, wie düster, düster, nicht so. Hier müssen wir rein. Da. Da. Da, da. What? Wenn das schon kommt. Kann es nur Ärger geben. Ja. Nur mach schon. Ich will immer noch warten. Ach, da ist ja Dings. Hey. Ellie, ne?
Ja, genau, Ellie. Ist ja die Einzige, die davon uns lebt. Oh, hier war was. Heilung. Die anderen haben ja alle den Geist aufgegeben. Was gibt's hier, Ellie? Da drüben gibt's was zum Hacken, schätze ich, oder? Wie ist das? Nee, in Bearbeitung. Geh mal zu Ellie. Ich kann gar nicht hier hochgehen zu Ellie. Ey, lass mich zu Ellie rein. Nur weil die Treppe ein bisschen verbogen ist. Aber sie kann das, ne? Ja. Ja. Ja, aber... Meinen hier ran beide? Ja, jetzt müssen wir hier dran. Oh, die mit ihrer Kacke. Ja, wir wissen's. Okay. Das hier? Klar, und da drüben? Nee. Wie auf der anderen Seite? Hier auf der anderen Seite. Ja, hol mal schnell. Es bewegt sich irgendwie nicht. Warte mal, ich komme mal, vielleicht muss ich das ja wieder nehmen. Das sieht ja irgendwie nicht aus. Wo ist denn das? Das Ding da. Der Kasten ist das. Ach so, dieser ganze Kasten. Ich lauf mal so rum. Ne, von hinten ist auch nix. Geh jetzt. Immer diese komplizierte Scheiße. Also hier steht doch. Muss ich jetzt da reingehen? Kannst nee, du aber ja nicht. Nee. Geht ja nicht. Ellie, gib Antwort, was sollen wir machen? Da ist ja irgendwas mit, oder nicht? Sollen wir hier irgendwas reinlegen? Müssen wir das Ding da jetzt irgendwie mitnehmen? Hier irgendwas? Ah! Was denn? Du musst das einfach mal mitnehmen, dann kann man es da reinstellen. Ach so, das war da in dem Fach drin. Genau, und jetzt kannst du das auch aktivieren. Aha, jetzt schluckt das. Jetzt weggeschossen und dann wird es irgendwo hingebracht. Ja, um erstmal wieder auf die Idee zu kommen. Ja. Was will er da montieren? Was will sie da jetzt montieren? Ach, das kommt hier so in die Mitte mit rein. Und was ist das jetzt für eine Kacke? Weiß ich nicht. Das sind doch irgendwelche Lebewesen eingefrorenen in Scheiben geschnitten, ne? Ja. Vier weitere? Ach so, und dann führt die zusammen und dann hat sie irgend so ein Monsterakt. Kann sie dann darauf erschaffen, oder was? Hm. Was ist das? Super, danke. Finde alles darüber heraus, wie man durch das Zusammensetzen von Rosetta einen Kodex. Was war das? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Du hast da irgendwas genommen. Warte mal, habe ich irgendwas im Inventar? Nee. Eigentlich nicht. Okay, na egal. Wird schon. So, und wo sollen wir jetzt hin? Immer noch dahin. So. Und jetzt wieder zur Treppe und die Tür hoch. Hm. Also wieder abhauen hier. Ja, ich habe keine Ahnung, was das jetzt so soll, aber du hast ja jetzt irgendwas genommen. Ach so, das hatte damit zu tun, weil das diese so ein richtiger Raum ist, aber siehst du, defiziert hier, damit du nicht die Bakterien mit reinbringst, weißt du? Da hinten so, ach so, da Fahrstuhl wieder nehmen. Den wir ja gerade so wunderschön gefahren sind, weil er so schön gepolstert ist. Jetzt ist meine Rick auf das meiste. Mehr geht nicht. Ne? Ne. Und auch die Panzerung, alles. Hast du auch schon, ich auch. Das ist alles voll, ja.
Also mehr Schutz gibt's nicht. Was liegst du hier rum? Oh, das hast wieder alles an den Beinen kleben, ey. Ah, da hinten. Ah, was ist da denn? Ah ja, da ganz hinten. Ja, mal ein bisschen rennen. Hier könnten wir auch durch, aber egal. Da müssen wir rein. Ich komme. Bearbeitung. Achso. Oh, da. Schmatzt da. Oh, hier halt, warte. Die gibt's auch noch? Alter, warte, das übernehme ich mal. Die gab's doch im. Also auf jeden Fall im zweiten Teil. Ich hab doch auf dich geschossen. Auf jeden Fall im zweiten Teil gab's die. Die können aber auch an der Wand kleben irgendwo, ne? Also pass auf. Da meinst du? Ja. Oder an der Decke. Eklige Schwappeldappel. Ja, das sag mal. Was ist das hier denn für ein Leuchten? Geschlossene Tür. Da. Hä? Pass auf, irgendwie? Da liegt ein Stiefel auf der Erde. Hier blubbert doch was in der Nähe. Ich bin doch nicht taub. Hörst du das? Der hier? Ja, ja, ich hör's. Ach, hier. Hat er endlich seinen Geist aufgegeben? Mein Gott, er gibt Töne von sich, das ist ja schlimm. So. Können wir hier noch was machen? Oh, hier können wir wieder hacken. Oh ja. Ach so. Was? Warte. Dauer drücken. Hä? Drück mal Dauer. Nee, geht ja nicht. Jetzt steht da dauernd auf ein Fehler. Okay, dann drücken wir. Gaspumpe offline. Drücken wir nicht. Ach, die ist offline. Halten. Nee, wir sollen ja auch durch die Tür da. Halten. Okay. Geh auf, du Scheißtür. Okay. Nicht, dass wir an diesem Sterilisationssystem herumfuschen sollen, oder? Echt doch. Ah. Isaac, das Gas frisst ihnen das Gesicht weg. Was kann schon Schlimmes passieren? Das Gas frisst einem das Gesicht weg. Was kann schon. Naja, das ist ja nicht so schlimm. Wir haben einen Helm auf. Genau, da wird der Helm angefressen, aber nicht das wunderschöne Gesicht. Genau. Das Gesicht bleibt immer total in Ordnung. Oh, oh, oh. Das sind wieder die. Ey. Mistvieh. Ist ja wohl eine Frechheit. Aha, jetzt kommt runter. Da ist noch einer. So. Klein, aber gefräßig. So, wollen wir doch mal hier aufmachen. Och nö! War es schwer? Oh. Au. Oh, ich war noch nicht so weit. Jetzt kann ich das alles nochmal machen. Jetzt nehmen muss ich. Und 50%. Ich wollte ihn nur eigentlich nicht deaktivieren. Nee, du will ich jetzt gar nicht dran. Aus. Kommt noch einer. So. Das reicht, das ist nämlich doch meine stärkere Waffe. Jetzt sollen wir wieder hochgehen. Ich glaube, die andere Waffe. Der Aufzug. Ich habe den Aufzug. Aufzug deaktiviert. Das war ja nicht so der Plan. Gehen wir die 50 zurück. Geben da nochmal was hin. Ne, das ist ja nicht der
Blödsinn. Was? Beeil dich, solange du da dran bist. Kommen hier immer so eine Mistbahn. Irgendwie. Das. Warum? Aufzug? Weißt du was? Jetzt bist du dran. Mach Aufzug, du das mal. Ich raff gar nicht, was ich da machen soll. Zeig mal. Die drei. Ui. Ja, entschuldige. Da raff ich jetzt echt nicht, was ich da machen soll. Keine Ahnung. Aufzug reaktiviert. Sobald du die Pumpe anmachst. Ah. Nee, oder? Muss einer nach oben und der andere hier unten? Nee, das ist Schwachsinn, oder? Warte mal. Okay, das geht auch nicht. Nee, müssen doch drei auf der Seite sein. Ach so, warte mal, 70. Nehmen wir mal 70 darüber. Der hat 90. Nehmen wir mal die 70 noch. Ich bin aber auf dem Aufzug. Okay, da gibt es Überladung. Gucken. So. Schwer ist die Scheiße, ne? Jetzt hat er aber 90, 70. Du musst das irgendwie auf ein Niveau bringen. Ja. Jetzt hat der Aufzug keinen Saft mehr. Naja, ich sehe schon. Aber es gibt keinen. Warte mal, den höchstens. Und den rüber. So. Ja. Jetzt geht beides. Ja, so. Ja. Yeah. Ja, man musste da irgendwie die Voltzahl so ausgleichen. Ja, aber erstmal rauszufinden, was mit was am besten funktioniert. Ja, ich hatte jetzt beim Aufzug hatte ich jetzt 90, 70, 70 und alles andere, was 50 und so, ist jetzt für die Maschine da unten. Der Aufzug brauchte irgendwie mehr als die Maschine. Ja, wir haben ja auch eine schwere Rüstung an, ne? Ja. Wow. Da muss er früher aufstehen, der Junge. Kleiner Stinker. Warte auf Partner, warum denn? Ist doch da. So, ein neuer Versuch, würde ich sagen. Gas und freigesetzt. Nee. Ja. Und jetzt stirbt das alles, was draußen ist? Ja. Diese Schwabbeldinger. Wahrscheinlich. Hoffen wir mal. Ja, geh du mal raus. Sie gehen vor, hat er gesagt. So, müssen wir jetzt, ja, da hinten hin. Okay. Aber jetzt ist alles weg, dieses Geschwabbel und der ganze Quark. Ja. Ist weggeätzt. Bestimmt die eine Tür, die hier noch geleuchtet hat irgendwo. Der Aufzug geht trotzdem nicht. Doch, da hinten, wir sind dran vorbeigelaufen. Ach, da war sie, ja. Warte wieder, warte auf Partner, oder? Nee, wird nee, bearbeitet. Das ist Bearbeitung. Okay. So. Wer ist das? Ja, das wollte ich auch gerade wissen. In Bearbeitung. Und... Ja, komm. Du kannst jetzt ruhig aufgehen. Alter. Oh, bleib mal weg. Da ist... Ist das das Ding, was... Nee, das ist ein totes. Ein Dodo. Der ist dead. Ach, das ist der, die auf dem Boden rumkrabbeln. Hörst du es?
Was piept da? Ja, die Zeit ist um. Ah, nein! Also hören wir uns das Band hier noch nicht an, erst in der nächsten Aufnahme. Dann... Hört sich an wie so ein Wecker. Ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Dead Space 3, komm! Ja, ciao!